Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex. Wir sind aktuell fleißig am Lauen. Ist der wach? Da sitzt doch noch einer. Ich frage mich halt echt, was mit den Leuten los ist, ne? Die gehen hier nicht pennen. Die sind die ganze Nacht lang wach. Unglaublich. Ja, wir versuchen uns das gute Hornschwert aus Angrims Haus zu klauen. Der Gute hat leicht zum Glück eine ziemlich leichte Blase und muss gelegentlich mal Pipi machen gehen. Ich lade es mal kurz zurück und schaue nur, ob er sich vielleicht jetzt noch ganz hingelegt hat. Ansonsten gehen wir gleich mal weiter. Ja, noch ein Setzerbrot. Brauchen wir auch noch unbedingt ein paar von. Haben wir noch eine Quest offen, ne? Aber das, wie gesagt, das machen wir ganz entspannt. Dann machen wir uns auch keinen Stress, ne? So, ist er vielleicht jetzt mal pennen gegangen oder so? Ja, er ist pennen gegangen. Okay, warte. Quick safen. Los geht's. Nein, Mann! Der Schleichenknopf ist echt beschissen. So, auf geht's. Er scheint jetzt zu pennen. Ding. In seinem Schlafzimmer soll dieses Schwert wohl hängen. Mal sehen. An der Wand. Da haben wir Wein. Ein Heiltrank. Ein Krug. Da! Quick Save. So, wir haben das Hornschwert, Leute. Ich hoffe, ihr seid jetzt endlich zufrieden. Klauen ist ja auch mein Ding. Wir hätten das ja noch gemacht. Gehen wir mal eben kurz da hoch. Wird er davon wach? Nee, das gilt auch noch als Schleichen. Oh, kommen wir noch nicht rein? Aber wir können den großen Elex-Beutel mitnehmen. Wir können noch mehr mitnehmen. Da ist noch ein Krug. Schnaps. Oh, so eine kleine Diebestour macht mal wieder richtig Bock, Alter. Ohne Spaß. Geh gerade richtig auf, ey. Ist doch voll schön. So, Vorsicht. Gehen munter weiter, aber leise. Und eben noch den Rest leer. Immer mal wieder quicksaven. Ne? Ich will diesen Besen haben. Das ist ein Deko-Besen. Kannst nicht mitnehmen. Und dann nicht. So, jetzt gucken wir gleich mal, ob das Hornschwert geil ist. Da bin ich jetzt gespannt. Wahrscheinlich ist die Axt, die ist schon besser, die wir nutzen. Aber wir können es ja immer noch verkaufen. Und klar, natürlich von Anfang, weil es hat relativ niedrige Werte. Man braucht irgendwie, was braucht man, um es zu nutzen? Ich weiß es nicht. Aber nicht so viel. Hat auch 28 Stärke und 28 Geschicklichkeit. Ist halt relativ niedrig im Vergleich zu dem, was jetzt meine Axt natürlich braucht, ne? Deswegen wäre es aber komisch, wenn meine Einhand-Beilkiste jetzt schlechter wäre. Aber kann ja durchaus sein. Wir werden es gleich rausfinden. Aber nun haben wir das Schwert. Das Kapitel Hornschwert ist damit abgeschlossen. So, hallo. Jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich aber neugierig. Also, Hornschwert macht ein bisschen weniger Schaden. Könnte es auch noch nicht tragen, weil ich noch nicht genug Geschicklichkeit habe. Irre. Aber wenig. Also, guck mal. Nahkampf plus 10. Das macht mein lustiges Beil. Auch Nahkampf plus 10. Also, mein Beil ist a weng besser. Aber wirklich nur ein bisschen. Weil ich da halt komplett Konstitution brauche. Und das ist halt auch so die Sache, je nachdem, wie wir das jetzt angehen, ne? Wenn ich mich primär auf Beile und Zweihandbeile und so einen Scheiß konzentriere, ist doch wahrscheinlich Konstitution wichtiger als Geschicklichkeit. Ne? Das ist halt so dieses Grundsatzding jetzt, ne? Aber gut, da werden wir noch drüber diskutieren. Wie gesagt, habe ich ja Fragen aufgemacht, reden wir drüber. Ich werde versuchen, diese Woche möglichst nichts zu leveln oder so, wenn es sich vermeiden lässt, damit wir da ganz entspannt mal auf einen gemeinsamen Nenner wiederkommen. Und dann geht's los. Wie gesagt, ich bin euch da gerne sehr hörig, da ich selber nicht den Plan habe. Und da gucken wir mal. Ich habe halt nur wirklich inzwischen richtig Schiss, mich zu verskillen. Muss ich wirklich sagen. Aber mein Gott, selbst dann. Irgendwie muss man doch wieder rauskommen. Wobei, jetzt muss man sagen, das ist halt bei Piranha Bytes nicht gesagt. Ne? Also, du kannst dich wirklich so hart verskillen, dass gar nichts mehr geht. Das ist halt leider möglich. So, jetzt steht hier noch einer. Würde mich freuen, wenn er mal seinen Platz verlassen würde. Kann man den irgendwie mal wegschicken oder so? Er sieht mich. Er sieht mich. Er sieht mich. Er sieht mich. Quick safen. Wenn ich jetzt schleiche, merkt er das? Geilste Nachtwache ever. Sag's euch. Der ist gut drauf. Mana. Tagebuch einer Verbannten. Mission Katas Tagebuch. Oh, hab ich jetzt nicht mehr gerechnet. Okay, warte. Heiltrank. Quick safen. Auch viele Leute hier. Oh, da ist gerade jemand. Warte mal, bis der weg ist. So, er guckt auch nicht hin. Dürfte eigentlich nichts sehen.
macht das wieder mal Spaß. Ich bin so gerne unterwegs als kleiner Dieb. Ich sag, wie es ist. Das macht mir einfach Freude. So, hier, guck mal, die Truhe kriegen wir sogar auf. Mal sehen, ich weiß nicht, ob das Geräusche macht, deswegen quicksafen und kurz mal testen. Oh je. Wahrscheinlich von hinten loslegen. Ne, so, 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 dann den ganz hinten und dann den. Geilo. Zu einfach. Psst, Drags nicht so laut. Mana-Trank, Dietrich und Elexid. Nehmen wir alles. Öllampe. So. Und Bolzen. Guter Teller. Das ist der Familienteller. Schon immer in Familienbesitz. So, Achtung und raus. Lalalala. Nabend. Ja, geil, oder? Das war gut. Das war richtig gut. Okay. Gehen wir erstmal nach oben. Ich glaube, wir gehen erstmal nach unten. Da sind so viele Häuser. Können wir bestimmt noch ein bisschen was machen. Ich muss sagen, dafür, dass es Nacht ist, ist es verdammt hell, ne? Also, würden die Lampen jetzt nicht leuchten hier, die ganzen Laternen, würde man es nicht unbedingt rallen, dass Nacht ist. Also, es ist eine sehr helle Nacht. Aber es kann ja sein, dass der Himmel hier einfach komplett mit Elex voll gepumpt ist. Deswegen muss das so hell sein. Nabend, die Nachtwachen. Und an den Nachtwachen erkennst du es natürlich, ne? Solange die Nachtwachen rumlaufen, weißt du, es ist Nacht. So, hier chillt einer rum. Ein Werker. Euch los? Oh, die haben sich gestritten oder so. Geht er schlafen vielleicht? Mal sehen. Jo, der legt sich pennen. Das ist gut. Nutzen wir den Moment. Gehen da rein. Sieht ja eh gerade keiner. Machst du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Oh, Alter, was? Wie kannst du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Wie kannst du das denn sehen da hinten, Junge? Du bist Kilometer weit weg. Hier ist ja alles voll mit Leuten. Hier geht keiner pennen in dieser Stadt, ich sag's euch. Die sind immer wach. Immer wach, immer gottesfürchtig. So, warte, ich geh mal hier oben so hoch, wie es geht. Und jetzt? Hat er nicht gemerkt. Ein Glück. So, safe. Wir nehmen mit das. Das. Magnesiumfackeln. Kannst du immer gebrauchen. Ein Hammer. Oben liegt Elixir. Wie komme ich denn da ran? Über die Leiter. Okay. Mana. Lass mal sammeln, was hier so geht. Cooles Spielzeugauto. Geilo. Jetzt habe ich seinem Sohnemann wahrscheinlich das coole Spielzeugauto geklaut. Ich fühle mich schlecht. Bohnenliebe. Hallo. Läuft das Ding? Irgendwie kapiere ich das noch nicht so ganz. Vorsicht. Die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut. Also fassen wir mal zusammen. Chet war hier und wollte sich den Berserker anschließen. Richtig? Richtig. Aber er hat wie immer auf dicke Hose gemacht. Auch richtig. Tja. Und dann hat er volles Pfund aufs Maul bekommen. Ja. Exakt. Und wo sollen wir ihn jetzt suchen? In der Wüste. Wenn die Berserker ihn nicht nehmen wollten, denkt er vielleicht, er kommt bei den Outlaws unter. Gut. Bezahlen wir den Wirt und hauen ab. Okay, wir haben hier wieder was gestartet, Leute. So, wie komme ich hier runter? Ja, nimm ruhig die Leiter. Ach, ist das was schön, oder? Mal wieder durch die Nacht schleichen? Wir sind der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Gut, wir klauen halt, das würde der Original-Schrecken jetzt nicht unbedingt machen. Wobei, wenn es ihm irgendwie nutzt, was Gutes zu tun, vielleicht schon. So, weiter geht's. Hier ist die nächste Bude, aber hier ist bestimmt auch noch Programm, oder nicht? Oh, wobei, wir gucken einfach mal. Warum gehst du denn so gebückt? Keine Wache, rauf geht's. Machst du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Wer sieht das denn? Wer ist das am Sehen hier? Unglaublich. Gehen wir mal wieder raus. Gehen wir nochmal so hoch, wie es geht, hier auf die... Ja, und jetzt nochmal... Könnte sein, dass wir jetzt nicht gesehen worden sind. Wir probieren es mal aus. Vor wem versteckst du dich? Okay, irgendjemand sieht uns wahrscheinlich von da drüben. Vor wem versteckst du dich? Die Leute, die pennen, merken es nicht, aber ist cool. So. Wer ist denn da und guckt mir zu? Ich sehe hier niemanden. Wer ist mich denn hier am Sehen? Hör nicht auf diesen albernen Kack.
Das sind die da in der Kneipe, ohne Scheiß. Die gucken da bei den Nachbarn rein. Hätte ich auch keinen Bock drauf, ne? Ich hätte keinen Bock, direkt neben so einer Mittelalterkneipe zu wohnen. Ohne Fenster und sowas. Ja, einfach nur offene Löcher. Den ganzen Tag hörst du die Saufskis da? Also ja, auch scheiße. Und dann glotzen die noch in die Bude rein, wenn du da am Schlafen oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht willst du dich auch mal nach einem harten Arbeitstag mit deiner Liebsten vergnügen oder so, ne? Wo wir gemeinsame Zeit verbringen. Glotzen dir die ganzen Besowskis da rein. Ist doch auch scheiße. So, hier ist auf jeden Fall eine Wache. Der glotzt nämlich leider nach gegenüber. Aber wenn ich hier hingehe. Quick Save, jetzt gehen wir mal ganz auf den Absatz wieder. Er geht weg. Cool. Dafür guckt er mich jetzt an. Bruder, was bist du denn für einer? Bertram, kannst du dich mal. Wir sehen uns. Könntest du dich vielleicht einfach mal verpissen da, dass ich klauen kann? Dass hier überall Leute rumsitzen. Na gut, aber hier, das ist kein Problem. Gehen wir hier hin. So. Auf die Türschwelle, pimpen und los. Da sieht er mich nicht. Ah, ja, Bertram sieht mich nicht. Gute Bertram. Ich bin dieser genannte Krugdieb, ne? Wenn morgen im ganzen Ort darüber gerätselt wird, wer hier großer Elixitbeutel, wer hier die ganzen Krüge aus allen Häusern geklaut hat, ne? Der Krugdieb geht um. Das ist so. Er klaut euch die Krüge, auf dass ihr nichts mehr trinken könnt und verdursten müsst. Wein, koste den Wein. Den Besen nehme ich auch noch mit. Alles, was ich zu Geld machen kann. Hier wahrscheinlich eher nicht, aber bei den Outlaws. Guck, es ist sehr dunkel, aber ich kann jetzt schlecht eine Magnesiumfackel anmachen. Man könnte uns dann vielleicht entdecken. Das muss man ganz klar sagen, das sollten wir vermeiden. So, tschüss. Da war noch ein Krug, egal. So, er sieht mich halt komplett. Also ich glaube, wenn ich da jetzt versuche reinzuschleichen, wird er meckern und sagen, hey, vor wem versteckst du dich denn? Mal sehen. Du schleichst besser woanders herum. Oh, die ist auch wach. Du schleichst besser woanders herum. Ja, ja, alles gut. Kommt man da von hinten irgendwo rein oder so? Aber die scheint auch wach zu sein, dann die gute Dame. Die hätte es eh gemerkt. Schön, so ein Apfel auf... Schimmeliges Brot! Nicht zum Verzehr geeignet. Hat 200 Erfahrungspunkte gegeben. Gut, dass wir das doch noch eingesammelt haben. Auch wenn wir es nicht wollen. So. Was haben wir hier? Große Haipflanze. Sehr schön. Gut, rein können wir jetzt hier nicht, weil er meckert dann. Er sagt, ja, du... Ne? Guten Tag, hallo, die Nachbarn hier, ne? Das hat er, weißt du, er meckert, oh, steht jetzt auch noch einer rum. Es werden immer mehr Leute, die hier nachts noch wach sind. Gehen wir mal hier lang. Zu den Setzern würde ich sagen, da war ja auch noch eine Bude. Kann mir nicht vorstellen, dass das groß bewacht wird. Warte mal, was haben wir denn hier? Das sieht doch keiner jetzt, ne? Dann nehmen wir mal mit hier den Wein noch, so ist es gut. So. Gehen wir zu den Setzern und dann können wir noch nach oben gehen. Und dann sind wir eigentlich durch. Glaube ich soweit grob mit dem Klauen, ne? Ein bisschen was gibt's immer. Hier war doch auch noch, unten war doch noch einer. Hier irgendwie war doch noch was, oder nicht? Da, guck mal, da unten ist doch auch noch einer. Da sind bestimmt nicht so viele Wachen. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir da ganz entspannt mal eben unseren Riechkolben reinhalten können, ne? Ich glaube, hier laufen noch nicht so viele Nachtwachen rum. Oh, Setzerbrot. Her damit. So, mal gucken. Immer in den Schleichmodus. Meckert ja jemand, wenn ich jetzt was klaue. Aber hier scheint gerade keiner zu sein. Das heißt, wir können mal schön reinfassen. Mehr ist hier nicht. So, dann können wir in die Bude mal reingucken. Ist ja niemand hier, ist ja wirklich keiner da. Ne? Das Einzige, was jetzt sein kann, ist, dass da drin keiner schläft. Guten Abend. Oh oh, Vorsicht. Oh. Oh, oh. Hupsi! Ich höre doch etwas.
Nee, leg doch mal wieder hin, alles ist gut. Bleib mal entspannt. Hier, ich nehme nochmal Setzerbrot mit. Geh mal entspannt um das Haus rum und guck, ob hier noch mehr Setzerbrot ist und dann kommen wir gleich nochmal wieder. Wenn sie wieder schlafen, ne? Ich hörte da doch was. Da müsst ihr euch irren, Leute. Legt doch mal wieder hin. Legt doch mal wieder nieder. Alles ist gut. Schlafen die wieder? Hab schon. Okay, warte. Ich hörte da doch was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich geirrt hat. Das muss der Wind gewesen sein. Na, aber da bin ich schon wieder. Übrigens, tatsächlich ist gerade bei meinen Nachbarn... Ohne Scheiß. Bei meinen Nachbarn steht gerade die Polizei, bei denen heute eingebrochen worden ist. Und was geklaut worden ist. Ist das nicht gruselig? Hab ich gerade in unserer Nachbarschaftsgruppe gelesen. Ich habe mir jetzt zum Glück zwei neue Überwachungskamera-Dinger gekauft, weil wir hatten es erst vor kurzem hier in der Nachbarschaft, das eingebrochen worden ist. Am helllichten Tag. Es war so ein etwas älteres Ehepaar. Waren am Rasenmähen vorne. Und hinten sind die eingestiegen, während die da vorne am Rasenmähen waren und haben den Schmuck und den ganzen Kram rausgeholt. Es ist ja gruselig. Also selbst tagsüber, wenn du zu Hause bist, bist du nicht mehr sicher. Naja. So. Deswegen, da fühlt sich gleich komischer an, wenn ich hier die Leute um mich habe und gut beraube. Aber das ist ein Videospiel, ne? Ist nicht die echte Welt. Ganz wichtig. Na, was ist bei euch los? Oh. Ulrich. Ja? Mir sind da einige Dinge zu Ohren gekommen. Wer hat das denn erzählt? Wir kennen uns ja nun schon länger, aber so etwas ist mir noch nie untergekommen. Du weißt, dass der Eisenclan dich dafür zum Tode verurteilen würde, oder? Hör mir zu, bevor du mich bestrafst. In den Setzlingen steckt unglaubliche Kraft. Der Saft hat mich besser gemacht. Ich fühle mich so stark. In dieser konzentrierten Form ist er nicht gut. Für niemanden. Außerdem hast du das Gesetz gebrochen. Wer weiß, was aus dir wird, wenn du mehr davon nimmst. Ich muss dich verbannen. Du wirst nie wieder nach Goliath oder in die Nähe eines Setzlings kommen. Aber ich... Geh jetzt. Du hast hier nichts mehr verloren. Dein Eigentum wird unter deinen Verbliebenen aufgeteilt werden. Oha. Kann ich noch? Nein. Geh. Bitte, ich flehe dich an. Ich werde dort sterben. Betteln wird dir nicht helfen. Geh. Ich glaube, wir haben uns einen Feind fürs Leben gemacht, Ulrich. Das Mana muss fließen. Ach, guck mal, nee, Ulrich ist nicht böse. Alles gut. Er weiß gar nicht, dass wir das waren. War ein Zufall. Kaldrim? Okay. Das Mana muss fließen. Ja gut, dann muss es wohl. Das muss wohl fließen, ne? Er chillt am Feuer, das ist ganz gut. Er wird also gleich nicht mitbekommen, wenn ich ihn ausraube. Geh du mal weg da bitte. Ihr könnt mal beide weggehen. Wenn die nämlich dann weg sind, dann können wir unsere Diebestour fortsetzen. Wupp, auf geht's. Psst, ganz ruhig, Leute. Öllampe. Leitfaden. Wir lesen das gleich alles. Keine Sorge. Ich habe ja gesagt, ich lese jetzt immer alles so direkt. Machen wir auch gleich. Nur halt während des Clowns klauen wir erstmal zu Ende. Und wenn dann der nächste Morgen ist und alle wieder wach sind, dann haben wir genug Zeit, eben die ganzen Dinge durchzulesen. Ich habe auch immer die Betty Bots Bodenquest gestartet, also insofern ist auch noch ein bisschen was zu lesen. So, gehen wir mal in die Bude rein. Ist das eine Nachtwache? Ja, sieht so aus. Ich warte erstmal, bis die Nachtwache da durch ist, ne? Moin. Ach, die bleibt da stehen, oder? Das ist ja gut. Solange die mich nicht sieht, ist mir das ja Wayne. Noch mehr Setzerbrot. Ich glaube, wir haben einiges an Setzerbrot inzwischen erhalten, durch die ganzen Beutel, die ich da einsammle. Rezept Drüsensuppe. Rezepte, auch da hatte mir Meinungen TV auch schon einen Hinweis gegeben, dass ich da auf jeden Fall mich ein bisschen einlesen muss, weil es einige Rezepte gibt, die relativ einfach zu kochen sind und dir aber einen ordentlichen Boost geben, die dich quasi nahezu unsterblich machen für eine kurze Zeit. Borns Trube. Mhm. Dafür benötigen wir gewiss Borns Schlüssel. So. Ja, Hahn. Bitte entspannt beim Namen. Wollt nicht stören, du. Die Nachtwache hat hier ordentlich aufgepasst. Ja, richtig coole Leute. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.